Ihr seht es aber hinter mir, Dr. Matthias Makdowski baut auf. Ihr kennt ihn vielleicht von Instagram oder von Twitter. Nicht, weil er auch wie ich im Social-Media-Bereich arbeitet, sondern weil er das ziemlich gerne macht. Aber Matthias, ich musste ja auch noch etwas vorher suchen, damit ich irgendwie meine Gäste ein bisschen ankündigen kann. Und da habe ich gedacht, okay, was suche ich denn? Und dann habe ich herausgefunden, dass du ja ziemlich aktiv bei Strava bist. Wer Strava vielleicht nicht kennt, ist halt Tracking sportlicher Aktivitäten, halt ihr kennt eine Fitness-App. Und du hast in diesem Jahr schon 785 Kilometer an Aktivitäten gesammelt. Wie? Und warum? Und wie, warum? Hä? 785 Kilometer? Abends, nachts, am Wochenende, frühmorgens. Gibt es irgendeinen, der schon dieses Jahr mehr als 785 Kilometer getrackt hat? Okay, Respekt, aber es sind auf jeden Fall nicht so viele. Trotzdem muss ich sagen, Chapeau. Auch Firmenstaffel, also nee, in den Top Ten in diesem Jahr in der Firmenstaffel von der Uni Magdeburg. Und jetzt erlebt ihr ihn hier als Slammer unter seinem Titel Mobilfunkmaskenkarneval, strahlend schöne Verkleidung. Viel Spaß. Ja, einen schönen guten Abend. Man könnte jetzt denken, Karohemd und Samenstau, er studierte Maschinenbau. Nein, nein. Ich habe, wie mein Kollege Thomas Schaltmann vorher, auch Elektrotechnik studiert und es soll heute um ein elektrotechnisches Thema gehen. Und dazu ist die erste Frage, wer von euch hat denn ein Handy? Okay, na klar, vielleicht hätte ich andersrum fragen sollen, wer von euch hat denn kein Handy? Fragen wir mal weiter, wer hat denn zwei Handys? Okay, das sind auch noch ein paar, wer hat drei? Okay, das wird jetzt langsam strange. Also zwei kann ich mir irgendwie noch vorstellen. Ne? Klar, eins dienstlich, eins privat, drei Handys, das müssen wir mal am anderen Science Slim kehren. Okay, nächste Frage. Wer von euch hat denn Angst vor Handy oder vor Mobilfunkstrahlung? Wer packt nachts das Handy nicht auf den Nachttisch, sondern irgendwie in die Küche? Wer kriegt Schweißausbrüche, wenn er aus dem Fenster guckt und da eine Antenne, eine Mobilfunkbasisstation auf der anderen Straßenseite sieht? Okay, das sind auch einige. Und genau um dieses Thema soll es heute gehen. Und zwar, naja, die Frage, ob das eben gefährlich ist für den menschlichen Körper, die kann ich gar nicht klären. Dafür müsste man irgendwie Mediziner sein oder Medizinerin. Ich bin nur Ingenieur. Ich kann aber ein bisschen was mit Messungen zeigen. Dafür habe ich hier ein bisschen Equipment mitgebracht. Das, was hier liegt, meine Kinder sagen, sieht aus wie ein Schrumpfstrahler von den Minions. Oder man hat vorhin schon, man könnte es auch vielleicht als Tannenbaum benutzen. Ist, ihr werdet es vermuten, eine Antenne. Und die ist per Kabel hier an diesem netten Messgerät angeschlossen, einem Spektrumanalysator. Und das Display, was hier ein bisschen klein ist, das ist jetzt einfach an die Wand geworfen. So, und diese dicke gelbe Linie, die man jetzt hier sieht, das ist alles Rauschen. Und nur die Huckel, die da so rausgucken, das sind sinnvolle Signale. Und zwar das, was wir jetzt hier auf der rechten Seite sehen, das sind die Basisstationen. Das ist auch relativ groß vom Pegel her, weil die nächste ist gleich drüben auf dem Gebäude 22 auf dem Dach. Und da sieht man, die senden halt die ganze Zeit. Und jetzt muss ich hier so ein bisschen multitaskingmäßig aktiv werden. Wenn ich jetzt mal mit meinem Handy, mit meinem alten Holzhandy hier, in meinem Büro anrufe, hoffentlich geht keiner ran, ich als armer Dozent habe nicht mehr viel Guthaben auf meiner Karte, dann sieht man, das ist jetzt mein Handy da auf der linken Seite. Und das sendet eben natürlich nur so lange, wie ich telefoniere. Und dann auch nur tatsächlich zu einem Achtel der Zeit, weil sich immer acht Handys eine Frequenz teilen in diesem alten System. Und dann sieht man, wenn ich das da schön dicht dran halte, dann ist das auch viel größer natürlich, weil das viel dichter an der Antenne dran ist, ist ja auch viel dichter an meinem Ohr. Und ich lege mal wieder auf, nicht, dass auch noch wer reingeht. Und dann muss man gucken, das war jetzt viel höher. Diese Skala ist eine logarithmische Skala. Also wenn hier die Basisstation irgendwie so einen Pegel hat, dann ist das hier 10 mal stärker, 100 mal stärker, 1000 mal stärker, 10.000 mal stärker. Ja, und das heißt also, die Basisstation sendet die ganze Zeit und das Handy sendet nur, wenn ich damit telefoniere und dann auch nur zu einem Achtel der Zeit, aber dann ist das halt 1000 mal, 10.000 mal stärker als das, was von der Basisstation ankommt. So, das ist jetzt tatsächlich das, was technisch so passiert. Das haben wir jetzt alle gesehen. Wenn man jetzt Hersteller wäre einer Mobilfunkbasisstation und zeigen will, also wenn irgendwas gefährlich ist, dann ist es das Handy, die Basisstation, die macht gar nichts, nimmt man den gleichen Messaufbau, das gleiche Messgerät,
Darf das natürlich, was wir uns gerade angeguckt haben, vorher nicht zeigen, nimmt ein bisschen andere Einstellung, nimmt einfach so einen Max-Hold-Detektor, der speichert jetzt nur das Maximum, jetzt rufe ich wieder an. Ah, wir sehen, sagen, das ist da die Basisstation und das hier, das ist jetzt mein Handy, ne? Gucke, das ist mein Handy, so. Und das Handy ist jetzt eben, jetzt lege ich wieder auf, ne? Und jetzt können wir da drauf gucken und sagen, okay, das hier war die Basisstation und das Handy ist halt jetzt irgendwie 10-mal, 100-mal, 1000-mal stärker. Also wenn irgendwas gefährlich ist, dann ist das das Handy, die Basisstation, die macht doch gar nichts dem gegenüber. Okay, und wenn man jetzt aber irgendwie Hersteller ist von dem Handy und zeigen will, also wenn irgendwas gefährlich ist, dann ist es die Basisstation, das Handy, das macht gar nichts, nimmt man den gleichen Messaufbau, das gleiche Messgerät, darf natürlich das vorher wieder nicht zeigen, nimmt wieder ein bisschen andere Einstellungen, nimmt so einen Average-Detektor, so einen Mittelwert-Detektor. Der mittelt jetzt über der Zeit, ja, und wir können da jetzt scharf drauf schauen und sagen, das ist hier die Basisstation, ja, und jetzt nehme ich wieder mein Handy und rufe wieder in meinem Büro an. Und jetzt sehen wir, okay, das, was da unten so ein bisschen zappelt, das ist jetzt das Handy. Und über diese zeitliche Mittelung geht das jetzt so ein bisschen unter. Und dann können wir da gucken und sagen, naja, also das Handy macht doch gar nichts. Also wenn da irgendwas gefährlich ist, dann ist es die Basisstation. Und das zeigt, dass wir halt an der Stelle, oder dass ihr an der Stelle, wenn ihr keinen technischen Sachverstand habt, ziemlich manipulierbar seid, von jemandem, der technischen Sachverstand hat, und dass er euch genau den gleichen Sachverhalt auf zwei komplett unterschiedliche Sichtweisen verkaufen kann. Und ihr werdet das beide glauben, weil ihr habt das ja beide mit eigenen Augen gesehen. Und das führt halt leider dazu, dass diese Debatte, ob jetzt irgendwie Mobilfunkstrahlung gefährlich ist oder nicht, aber ob wir sozusagen mehr Basisstationen brauchen oder nicht, in der Bevölkerung etwas, ich möchte mal sagen, emotional geführt wird und mit wenig technischem Sachverstand. Und um das zu verdeutlichen, eine kleine Anekdote. Du kannst ja schon mal den Beamer umschalten. In meiner Heimatstadt, Wolmirstedt, nicht weit weg von hier, begab es sich vor einiger Zeit, dass ein Mobilfunkbetreiber, der wurde im Volksmund dort 02 genannt, eine neue Basisstation, einen neuen Mobilfunkmast gebaut hat in ein Wohngebiet und es dauerte nicht lange, bis in der lokalen Zeitung die Leserbriefspalten voll waren mit Artikeln von Leuten, die gesagt haben, oh, ich kann jetzt nicht mehr schlafen, oh, ich habe Kopfschmerzen, oh, mir fallen die Haare aus. Und es dann auch daraufhin nicht lange gedauert hat, bis der Mobilfunkbetreiber geantwortet hat und gesagt hat, oh, das ist ja schlimm, aber was soll denn passieren, wenn wir die Anlage überhaupt erstmal in Betrieb nehmen? So, und das zeigt sehr schön die Problematik, die ja auch schon im ersten Slam angesprochen wurde. Ne? Mobilfunkstrahlung, Mikrowellen, kann man nicht sehen, kann man nicht hören, kann man nicht riechen, kann man nicht schmecken, trotzdem sind die irgendwie da. Wie gesagt, ob die jetzt gefährlich sind und in welcher Dosis und über welche Zeitdauer, kann und will ich und möchte ich nicht beantworten. Aber es hat sich halt doch irgendwie gezeigt, dass wenn Leute Mobilfunkmasten nicht sehen, dann gibt es auf einmal auch keine Probleme damit. Und das hat dazu geführt, dass es einige Firmen in Deutschland gibt, die sozusagen nichts anderes machen, als Mobilfunkanlagen zu tarnen. Und deshalb spielen wir jetzt ein kleines Quiz unter diesem launigen Titel Mobilfunkmasten Karneval, strahlenschöne Verkleidung. Ich zeige euch jetzt jeweils ein Bild und ihr ruft einfach mal rein, sieht man auf diesem Bild eine Basisstation, ja oder nein? So, ruft mal, sagt mal. Ja, na klar, sieht man da hinten dieser Baum, der sieht schon echt ein bisschen künstlich aus, wenn man da ein bisschen ranzoomt, sieht man. Sieht man Betonbaum, Kunstäste dran, ist eigentlich eine Antenne. Okay, nächstes Bild. Ich höre ja, wo, sag mal wo? In der Turmspitze, hätte sein, könnte sein, sieht man echt ein bisschen schwierig. Wenn man da so ranguckt, sieht man da, das ist die Antenne, angemalt im Ziegelsteinmuster. Niemand sieht die Antenne, niemand hat Angst vor Mobilfunkstrahlung. Okay, nächstes Beispiel. Ja, okay, das ist wieder einfach, ne? Das ist natürlich auch keine echte Palme, wenn man da mal reinguckt, sieht man da oben auch.
die Antennen von dem Mobilfunkmast. Okay, nächstes Beispiel. Ja, wo? Der Schornstein, richtig, der Schornstein. Der Schornstein ist kein echter Schornstein. Der Schornstein ist nur aus Plastik. Der ist um diese Mobilfunkantenne rumgebaut, um die dort zu verdecken. Dieser Schornstein wird nie rauchen. Okay, letztes Bild. Was sagt ihr? Nein, ist auch richtig, weil in diesem Haus habe ich mal gewohnt, da habe ich das geprüft, ist keine Antenne drin. Dankeschön.